all around the directions. Yes, yes, yes. Your motherfucking hand. Was ist Hip-Hop? Es ist eine Kultur, es ist das fünfte Element der Mutter Natur. Es ist mein Beruf, aber geht wie keine Rolle. Ich mach es, weil es mir gefällt, wie Fußball und Closer. Es verbindet uns braun, schwarz, weiß und auch gelb. Es ist eine Sprache und man spricht es auf die ganze Welt. Egal ob Breaker oder DJ, wir sitzen im selben Boot. Wir bringen Hip-Hop von der Straße hoch. Wir tragen Baggies, schiefe Mutzen, nehmen Dosen und Spring. Es geht weder um Gangster, doch darum, Drogen zu nehmen. Die Eltern denken, dass deswegen sind die Kinder fremd geworden. Ihre Eltern sagten damals, wegen Disco sind die Kids gestorben. Es ist ein Domino-Effekt. Hör auf uns zu beleidigen. Hip-Hop verdient auch Respekt. Du fragst, was ist Hip-Hop? Ich sag's dir mit einem Wort. Yo. This is Hip-Hop ist das, womit ich aufstehe und aus dem Haus gehe. Hip-Hop ist das, wonach ich aussehe. Ich bin damit groß geworden, wollte ich schon immer selber machen. Hier schill ich mich was Mike und tu Niedergang. Am Anfang war schwer, doch jetzt ist es einfach. Du musst Spaß haben, sonst wirst du scheitern. Ich hab angefangen, 2007 Herbst die ersten Texte schreiben. War schwer, aber der 2009 das erste Mal was aufgenommen. Ein Jahr später schon ein großes Ziel mit. Der Anfang vom Ende will ich mir nah machen, einen Platz in diesem Game sichern. Denn ich bin real und nicht einer von diesen Strichern. Die labern, dass sie dich abknallen, aber sowas nur aus dem Fernsehen kennen. Wenn ich vorbeikomm, tu die rennen, doch fuck it. Hip-Hop for life. Heutzutage gibt es wenige Leute, die Hip-Hop pushen. Fans laden und Poser sind wie Ratten, weil sie überall pushen. Sie bringen den schwarzen Tod in die Industrie. Es gibt keinen Endstopp und jede kriegt die Pandemie. Dann würden keine Rapper irgendwas mehr schreiben. Und zu dieser Zeit würde die Sonne nicht mehr scheinen. Wenn es so weiterläuft, würde es kein Hip-Hop mehr geben. Dann würde auf meinem Grabstein stehen: Ich bleib für immer der Typ, der mit Cap aus dem Haus geht und dir den Mittelfinger zeigt. Denn es ist klar, in diesem Game gibt es viel Neid. Komm, schreib mich an und bettel mich. Doch ich weiß genau, du traust dich nicht. Graffiti ist wahre Kunst, doch beleidigst du die Jungs, wirst du gebumst. Das ist kein Mist, das ist keine Kacke. Nein, das ist Hip-Hop, du Affe. This is Hip-Hop, yo, motherfucking Hip-Hop.